Willkommen zurück in Angelstedt, in Breath of the Wild. Und ja, wir reden jetzt mal diesmal doch mit diesem kleinen Typen hier. Denn er führt uns an einen Ort, was mit einer Schreinquest zu tun hat, glaube ich. Oder mit einer Sidequest. Das haben wir schon mal gelesen. Und wir folgen ihm jetzt einfach mal. Das dauert jetzt so ein bisschen, weil er nicht so der Schnellste ist, aber... Sogar mit normalem Laufen bin ich etwas schneller als er. Aber... Wo rennt der durch? Jetzt, wenn ich ein Facecam hätte gerade, wäre das viel lustiger, aber... Mein Face gerade auch so... Bro, wo läufst du durch, Alter? Wo läufst du durch? Da unten war ein Weg! Junge, die KI in diesem Game. Schön ein kleiner Marathonläufer, der Typ hier. Suta. Du kleiner Bengel. Wie weit ist denn das noch weg? Müsste eigentlich gleich hier vorne sein. Oh nein. Eigentlich gleich hier vorne sein. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Da drüben ist ja auch mal eine Monsterbasis. Das sind auch Pferde und so. Wie weit denn noch? Die schöne Angelstadt-Musik ist weg wegen dir, weil du so weit läufst. Und warum laufen wir nicht am Strand entlang? Wäre doch viel schöner. Wo läufst du denn? Hallo? Sind wir da? Wir sind fast da. Folge mir. Ja, du hast ja angehalten. Dann lauf doch weiter. Hä? Okay. Was auch immer mit dem Typen los ist. Er hält an, um mir zu sagen, dass ich ihm folgen soll. Oh, hallo Büffel. Oder... Geh weiter. Bleib nicht zurück. Hä? Ich bin direkt hin... Ach, egal. Egal, lassen wir's. Der macht aber... Der springt aber nicht hier runter jetzt, oder? Junge ist der... Junge ist der gefährdete Typ. Junge, Junge, Junge. Bro, du läufst hier die Scheißwege. Mach jetzt. Da wären wir. Achso. Da ist die Ruine. Bis dann. Wow, okay. Danke. Palmoray-Ruinen? Palmoray? Och nee, zwei Kugeln schon wieder? Nee, warte, hä? Keine Kugeln. What the fuck? Hm. Hey. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken versunken. Kann ich mir etwas helfen? Was machst du da? Oh, ich war gerade damit beschäftigt, diese Steintafel zu untersuchen. Dieser Ort fühlt sich sehr spirituell an, oder? Mir gefällt es hier sehr und ich komme oft hierher. Ich habe kürzlich entdeckt, dass eine Art Schrift in diese Steintafel eingraviert ist. Also habe ich mit meiner Untersuchung begonnen, um die Bedeutung herauszufinden. Ich helfe dir, wenn du willst. Oh, du bist also genauso wissbegierig wie ich? Diese Steintafel war einst weitaus größer, doch sie wurde von dem Erdbeben vor einer Weile zerstört. Also wenn du wirklich helfen möchtest, dann könntest du nach verstreuten Steinfragmenten Ausschau halten, ne? Diese Fragmente müssen die gleichen Gravuren aufweisen wie diese Tafel. Wenn du ein Fragment findest, könntest du es mir zeigen. Ein Bild davon würde mich schon reichen. Ich bleibe hier, um diesen Teil der Steintafel weiter zu erforschen. Ach ja, eines noch. Nachts leuchtet die auf der Tafel eingravierte Schrift in einem gruseligen Licht. Also sollten die Fragmente nachts sehr viel einfacher zu finden sein. Oh. Eines der Fragmente sollte hier in der Nähe sein, das solltest du zuerst suchen. Boah, ich glaube, ich weiß... Oh. Wie viele von den Dingern gab es denn? Ich glaube, es waren drei weitere. Und ich glaube auch, dass diese Tafel ein Element aus einem anderen Zelda ist. Aber ich weiß gerade nicht, was für eins. Irgendwas mit, ich glaube, Schattenspiegel oder so. Weiß es nicht. Ach nee, ich hasse... Oh, fucking Xalfos, ey. Krieg erstmal einen Schock jetzt hier. Zack, auf den Kopf. Stirb. Gar keinen Bock auf Xalfos. Was hat er für eine Waffe da gehabt? Eine Stachelbockkeule, what the fuck? Neues Item.
Kann ich irgendwas Schlechtes dafür wegwerfen? Nee, tatsächlich. Ja. Ja. Machen wir das. Damage ist Damage. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass eins... Warum sind hier Eicheln, wenn das Palmen sind, hä? Wo ist der Sinn, Nintendo? Wo ist der Sinn? Ich glaube, eins war hier vorne im Wasser. Wenn das noch so ist, hä? Ich weiß, irgendwo beim Wasser war was. Weiß aber nicht mehr wo. Ach ne, Regen, ernsthaft? Oh. Bin ich denn blöd oder so? Was ist das für ein Octorok, Alter? Was ist das für ein Biest? Ja, du kriegst jetzt mal einen Pfeil, mein Lieber. Ciao. So. Wo sind die Dinger? Und als ob ein Erdbeben die so weit weg verstreut. Das kann doch gar nicht sein eigentlich, oder? Ich glaube, ich warte einfach echt, bis es Nacht ist und dann mache ich das, weil dann sieht man sie auch besser, hat er gesagt. Weil auf Nachtstellen kann ich ja wieder mal nicht, weil es wieder mal regnet. Es regnet gefühlt nur noch in den Videos. Immer wenn das Video vorbei ist, hört es auf zu regnen. Wenn ich dann wieder starte, regnet es wieder. Es ist so verflucht. Oh mein Gott, nein, sag mir aber nicht. Okay, nee, 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 nee. Okay, doch. Fuck. Eins ist einfach hier. Ich, da, doch, eins ist genau da. Oh mein Gott. Gibt es irgendwo einen Unterstand, wo ich kurz ein Feuer machen könnte? Natürlich bieten die Palmen keinen Schutz. Vielleicht hier irgendwo ein Unterstand, wo ich kurz ein Feuer machen kann, um auf Abend zu schalten. Irgendwas, please. Oh ja, perfekt. Kein Regen. Jawohl. So, leg hin den Scheiß. Und dann noch ein Feuerstein. Zack. Bis abends. Dann leuchten die Dinger. Und dann sollten wir sie finden können. Oder besser. Besser finden können. So, ab wann ist ein A? Ah, ja, das sieht man ja trotzdem nicht. Das sieht man ja trotzdem einfach nicht. Geh weg. Keiner hat nach dir gefragt, also verpiss dich. So viel einfacher zu finden sind sie auch nicht jetzt. Aber ich kann mich erinnern, dass irgendeins von den Dingern hier im Wasser war. Aber wo ist es denn? Es muss eigentlich hier irgendwo sein. Keine Ahnung wo. Also doch nicht. Aber hier war... Hä? Ja, okay, dann halt nicht. Aber er sagte, eins ist hier in der Nähe. Dann muss es ja irgendwo direkt daneben sein. Lol, Tatsache hier. Tafelfragment. Okay, Nummer 1. Ich weiß nicht, wie viele?
Keine Zahl. Dann war das eine in den Steinen wahrscheinlich das da vorne, oder? Könnte ich mir auch noch vorstellen. Hey Apple. Ah, guck mal hier. Hatte ich doch noch richtig im Kopf. Okay, dann wahrscheinlich weiter oben noch irgendwo. Aber wo ist die Frage? Da vorne ist auf jeden Fall eine Monsterbasis, so wie das aussieht. Jawohl. Hier ist noch ein Krog irgendwo. Was? Ein Top? Lol. Einfach mal ein Topas. Ehre. Geh doch einfach. Keiner mag dich. Warte mal, scheiße, ich war gar nicht bei den Steinen da vorne. Da könnte auch noch was gewesen sein. Okay. What the hell? Aber ich sollte sie noch in der Nacht finden, weil sonst könnte es schwierig werden. Weil die leuchten in der Nacht ein bisschen auffälliger. Aber hier ist nichts mehr. Warum bin ich müde? Aufhören. Okay, jetzt zwei Kisten. Ich hätte erst eine Feuersäule, genau. Eine Eissäule machen sollen. Ich mach mal da. Hol ich mir erstmal die Chest. Wow, und 20? For real? Ja, okay, das hat sich jetzt absolut nicht gelohnt. So, darauf, zack. Nein, oh mein Gott. Nimm den Inhalt der Kiste. Ja, okay. Hat sich absolut nicht gelohnt, diese beiden Kisten zu holen jetzt. Aber egal. So, ist das ein Krog? Was ist denn der Krog hier? Hä? Was ist das Rätsel hier? Was soll ich denn da machen mit diesem... Oh, das ist der Stein. Auch nicht, hä? Was ist denn der Krog? Nein, nein. Nee, okay, ich dachte schon, Alter, what the fuck. Hä, aber was ist denn das Rätsel beim Krog hier? Den Stein versenken oder was? Auch nicht. LOL, da! Oh mein Gott! Kann ich mit dem Stein da hoch. Ach, LOL, nee, warte.
Das ist ja ein... Oh mein Gott, Alter, was? Ist das gut versteckt? Nicht, lol. Alter, war dieser Cock hier ekelhaft. Also, wenn man so blind ist wie ich natürlich. Sonst hat den jeder gesehen von euch, glaube ich. Ich bin immer der Einzige, der so blind und lost ist. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach diesen scheiß Kartenfragmenten, ey. Aber ich bin echt, glaube ich, sicher, dass am Ende dieses Dings da noch eins war. Da ist einfach mal eine Kiste. Oh, im Wegfliegen habe ich sie noch bekommen. Wow, nur 20. Okay, nevermind, hat sich nicht gelohnt. Mann, ey, was ist los? Hallo, Mr. Krabs. Was? Wurde von so einem Fettsack getroffen hier? Was eine Schande. Ja, guck mal, die bewachen doch was da, oder nicht? Die haben einfach einen Bruder. Oh mein Gott. Hört auf mit meiner Ruder. Du kleiner Sack, du. Fertig mit dir jetzt. Schluss mit lustig. In die Fresse den Hammer. Aber erstmal die neue Frucht machen. Fotografieren. Frostmelode! Warum auch immer hier eine Frostmelone ist. Hier ist es ja so kalt, ne? LOL! Als ob. Wurde gebaitet. Oh, ein Durian. Nice. Aua! Mann, scheiß Kisten. Okay, wir gehen ein bisschen hoch. Alright. Sag mir nicht, dass hier nichts ist jetzt. Außer der Krog da vorne halt, aber als ob. Ich glaube halt, die ist wirklich nichts. Als. Oh, oh fuck. Mikro wieder geschlagen. Sehr gut. Professionell. Hier ist einfach nichts von diesen Kartenfragmenten. Oh mein Gott, davon ist wieder nichts, Alphos. Oh Mann, ey. Was für eine Verschwendung, hier hinzugehen. Okay, der Krog war zwar nice, weil der ziemlich weit weg ist und abfuckt, den zu holen, aber. Holy shit. Denkt ihr, hier ist noch was? Ich weiß halt nicht, wie viele das sind, ne? Das ist halt mein großer Nachteil. Aber die können ja eigentlich nicht zu weit weg sein, oder? Was sind das für Vögel? Das finde ich auch ein bisschen weird, dass da Vogelsounds sind, wo keine Vögel sind.
Bei den Grillen macht es ja manchmal noch Sinn, weil es diese Ausdauerschrecken gibt, aber... Bruder. Mehr auch nicht. Gehen wir mal zu dieser Monsterbasis, gucken wir, was da abgeht. Hallo. Habt ihr vielleicht so ein Kartenfragment für mich? Das wäre ganz lieb. Sieht aus wie ein Octorok hier. Octorok. Mit was für Monstern kriegen wir es hier zu tun? Exar. Es mussten ja Exarforce sein, oder? Warum sieht er mich? Oh, okay. Bums. Shit. Ich muss schwimmen, sonst schaffe ich das nicht. Hey, als ob das ihn nicht juckt, dass ich jetzt hier komme, oder was? Und sein Mate juckt es auch nicht. Elektrofeile sind so geil. Safe wieder nur Cash oder ein Bernstein. Okay, 100 ist nicht schlecht. Aber kein Karten. Oder kein, was war das? Kein Steinfragment. Kartenfragment, what the fuck. Sag aber. Oh Gott. Ich mach mal kurz wieder Nacht, damit ich die Dinger besser sehe. Glaube ich am schlauesten jetzt. Wo sind meine Firestones? Bis abends. Och, Bro. Okay, der eine hat ein krasses Schwert. Soldatenschwert. Okay, so krass auch nicht. Hey, das will ich aber mitnehmen, weil... das Ruder scheiße ist. Nehmen wir das mit. Okay, ich habe jetzt noch ewig nach diesem scheiß Steinfragment gesucht. Und wisst ihr, was war? Genau. Da. Hier, wo wir schon waren, wo wir den Krog eingesammelt haben. What the hell, wie blind bin ich? Tafelfragment, ey. Und es sind auch nur 3 Fragmente, das heißt... Wir können jetzt zu dem Ding, zu dem Typen zurückgehen. Das werde ich aber auch kurz schneiden, wahrscheinlich. So, da sind wir wieder. Bei dem Dude hier. Hallo. Hey. Hast du Fragmente der Steintafel gefunden? Ja, habe ich. Hier, viel Spaß. Oh. Meine Güte, im Bildermal bist du ein richtiges Naturtalent. Zeig mir das nächste. Hier. Hm. Toll. Wirklich gut. Oh, hast du noch mehr? Hm, faszinierend. Du hast sie alle gefunden. Dank dir habe ich jetzt gute Aussichten, den eingravierten Text zu entziffern. Dafür werde ich einen Moment brauchen, also bitte ich kurz um Geduld. Klasse. Dank dir weiß ich jetzt, was hier geschrieben steht. Also mal sehen. 2 Knie nieder, 1 sind ihre Seelen, der Prüfung offen Tor nicht zu verfehlen. Ich weiß nicht wirklich, was das bedeuten soll. Z
zwei Knie nieder, eins in ihre Seelen, der Prüfung offen, Tor nicht zu verfehlen. Tja, ich habe nicht die geringste Ahnung, was das bedeuten soll. Muss ich nicht einmal einer hier drauf? Warte mal. Zwei Knie nieder, eins in ihre Seelen. Doch, er muss auf das andere Ding da knien. Komm, geh da rauf, Bro. Mach mal. Tatsache. Alter, was ein Rätsel. So einfach. Eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Oh boy. Alright, dann ciao, Dude. Wir machen jetzt noch den Schrein und dann ist das ein guter Abschluss für den Part. Oder es kann auch sein, dass es ein Segen ist. Ich hoffe. Es ist kein Segen. Schnelle Reaktionen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß. Ja, genau. Okay. Ich glaube, ich muss ein Fass mitnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das hektisch gerade. So, dann bleib du erstmal hier drauf. Genau, denn wenn das Fass nicht da drauf wäre, dann wäre die Tür nicht offen. Gut, den Schrein habe ich noch gut in Erinnerung. Das ist nicht das Problem jetzt. Cash. Wegen so 5 Rubinen. So, was haben wir? Der ist halt schon geil. Aber was mache ich weg dafür? Mann, zu viel Platz. Oder halt kein Platz. Ein Hammer brauche ich nicht. Ich habe 2 Stück. Einer reicht. Was macht eigentlich Gnadenstoß? Ich habe keine Ahnung, was das macht. So, und dann das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Okay. Warte, was? Doch nicht das gleiche, hä? Wo der Hill? Lol. Ah, ich muss mich. Okay. Ich verstehe es. Also erstmal. Oh Gott. Genau hier. Das Fass passt schön drunter. Und wenn wir uns hinknien, passen wir auch schön drunter. Dann das Fass aufnehmen. Rüberlaufen. Perfekt. Zack. Nein, bleib hier. Ah, egal. So, dann her damit. Es müsste ein Schlüssel sein eigentlich. Ja. Genau, dann können wir nämlich die Tür vorne aufschließen. Wir haben alle Kisten, alright. Hätten wir den Schrein abgeschlossen. Okay. Uff da. Okay, Leute. Das war jetzt wieder mal ein etwas längerer Part. Aber ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.